Ganz leise, ich muss anmoderieren. Hallo. Okay. Hallo. Willkommen zu Mario Kart. Ganz leise sein. Leise. Psst, 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 psst. So, es geht los. Wie geht's euch? War das anstrengend, so zu reden, mein Gott. Willkommen. Das war die Anmoderation. Hallo, wie geht's? Hallo, ich bin der Barry. Ich bin nicht der Barry. Ich bin der Zellos. Boah, das geht's voll auf. Also normalerweise merke ich das nicht, dass Flüstern auf die Stimme geht, weil ich auch so häufig flüstere. Aber jetzt, wenn man ein bisschen flüstern. Geredet hat, merkt man das total krass, finde ich. Es geht voll auf die Stimme. Ja, Rikus. Das ist heute die... Ja? Ja, das ist heute die geheime Folge, deshalb flüstern wir heute. Okay. Geheime Folge. Ja, was wollte ich? Du wolltest eben erzählen, bevor die Aufnahme startet, was du alles so renderst und was bald auf dem Kanal kommt. Ich dachte, das ist perfekt, um Werbung für sich selbst zu machen. Ich habe mich mal wieder aufgerafft, mal wieder ein bisschen vorgeschnitten. Das ist in letzter Zeit, glaube ich, immer so einen Tag vorher oder an demselben Tag oder am nächsten Tag geschnitten. Und ich habe mich mal wieder zusammengerissen und habe mal ein bisschen geschnibbelt. Und habe Tricky Towers hochgeladen und Smash natürlich. Und Bomberman kommt demnächst noch von der Switch, die Version. Und dann kommt auch irgendwann noch Stickfight. Das ist alles schon. Stimmt, so Stickfight haben wir ja auch noch, das habe ich ganz vergessen. Richtig, ja, richtig. Ja, ja. Es ist nichts verloren gegangen, es hat sich alles nur ein bisschen gesammelt bei mir. Es hat sich alles da eingenistet auf der Festplatte. Ja, ja. Ja, und versteckt sich irgendwie von mir. Ne? Versteckt sich so ein bisschen. Ich habe das eigentlich in den Ordner gesteckt und eigentlich sind die alle abgehauen, die dummen Beine-Videos. Also die verstecken ist, sich hier. Die verstecken die geheimen Folgen. Ich wollte im Urlaub auch das ein oder andere Single-Projekt mal aufnehmen, was ein bisschen kürzer ist. Mal gucken, weil ich Urlaub dazu komme. Ja. Also jetzt nicht, wenn ich weg bin, sondern wenn ich Urlaub habe und da bin, zu Hause bin. Mhm. Na, ich fahre ja mit meiner Familie in Urlaub jetzt am Samstag. Mhm. Und ich werde meine Switch und meine Wii U mitnehmen, falls jemand Bock hat zu zocken. So, also ist halt ich habe zwei Brüder. Ja, der eine dann ist lohnt sich ein bisschen älter als ich, der andere ist jetzt 15. Perfekt zum Zocken. Ja, kannst du mir mal deine Brüder ausleihen? Ich brauche mal jemanden zum Zocken. Die Wii U wahrscheinlich nur wegen Smash Bros, oder? Ah, wahrscheinlich. Ja, auch wegen Mario Kart vielleicht. Ich weiß nicht, worauf wir halt Bock haben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, du hast doch für Mario Kart für die Switch. Das macht keinen Sinn. Ja, aber ich habe nicht viele Controller für die Switch. Stimmt. Das ist wieder ein Argument, ja. Sinn. Ich habe nämlich nur den Pro-Controller und die zwei Nunchucks, so wie die Dinger heißen. Wie sind die? Das sind Joy-Cons. Das sind Joy-Cons. Herzlichen Glückwunsch. Kaum redet er, was er alles vorhat, schon wird er Erste. Ja, zack. Ambitioniert, in die Zukunft blicken und Erster. Genau, das ist das Motto für diesen Part. Wahrscheinlich werde ich vergessen, den Part so zu nennen. Ja, das natürlich ist das. Aber ist auf jeden Fall. Ach ja. Nee, ja, ja, im Sommerferien, da habe ich mir vorgenommen, so ein, zwei Projekte mal aufzunehmen. Außer es wird irgendwie 35 Grad, dann... Ja. Yoshital! Gucken wir mal. Ich war ja eh der Verrückte. Bei meinem letzten Urlaub habe ich ja Bomberman das auf der Switch gezockt bei 30 Grad. Und dann auch noch Bomberman. Ja, das wird dann noch wärmer. Bomberman vor allen Dingen, ja. Yoshital! Yoshital! Ja, okay, einmal können wir heute Yoshital haben. Wieso macht ihr random? Was ist denn mit euch? Ich mache immer random. Mach immer random. Die richtigen Profis machen immer random. Yoshital! Ja, er kann sein Yoshital bekommen. Ja, ich denke auch. Party Street. Ach, Mann, du bist schuld an allen Übel auf dieser Welt. Ja, stimmt. Immer. Wenn es regnet, ist immer der Barry schuld. Regen ist schön. Dankeschön, Barry. Danke, Barry. Bitte. Danke, genau, bitte. Ja. So. In dem Sommer, Regen ist gut. Boah, am Wochenende, also jetzt am Samstag war ich bei einem Volleyballturnier mit meiner, auch wieder mit meiner Familie so ein bisschen und Freunden. Mhm. Und Beachvolleyball. Geil. Und es war so ein widerwärtiges Scheißwetter. Nee, es waren 12 Grad und es hat die ganze Zeit geregnet und gestürmt. Oh, nee. War es matschig schön? Ging. Der Sand war vom. Ist ein guter Sand, ist eine gute Qualität, aber es hat ganz schön. War ganz schön ekelhaft von der Kälte, das muss ich schon sagen. Also. Das kann ich mir denken, ja. Du hast halt die ganze Zeit in einem kalten Schmodder deine Füße drin, das ist halt auch. Ah, cool. Oh, das war so geil. Das war ja fast schon Balsam für eure Haut, ne? Mit Sicherheit, Stelle. Richtig schönes Fußpeeling. Habt ihr an der Stelle schon richtig Fußpeeling gemacht, ja. Ich habe auch gemerkt, wie ich wirklich. Ich habe jetzt 4 Monate lang nichts gemacht, weil ich ja einen Bänderriss hatte im Fuß. Stimmt, hattest du mal erzählt. Wie mir einfach mal komplett alles wehtut, jetzt immer noch von vorgestern. Das ist so bitter. Gestern hatte ich so einen Bauchmuskelkater, dass ich nicht mehr lachen und nicht mehr husten konnte, weil es mich so wehtut. Oh, das ist schade. Ich dachte, Bauchmuskeln? Ich dachte, du hast Volleyball gespielt, nicht Sumo-Ring. Dafür muss man auch seine Bauchmuskeln. Wenn man im Volleyball also so Angriffsschläge macht, das geht auf die Bauchmuskeln tatsächlich. Echt? Man muss sich da schrecken, Barry, weißt du? Schrecken. Ja, und dann ist ja wie so ein Klappmesser-Effekt quasi, ne? Also, oh Gott, was soll ich hier? Müssen wir seit Ewigkeiten mal wieder Tischtennis anfangen. Oh, Tischtennis? Wieso haben wir kein Tischtennis gespielt, Zellos, als wir uns gesehen haben? Stimmt.
Wir hätten doch unsere Portable mitbringen können. Ich hätte auch Tischtennis für die Wii da gehabt. Bei Rockstar Games. Das musst du schon, sowas musst du schon live spielen. Nee, das stimmt schon. Das Tischtennis muss man live spielen. Nein, das war auch nicht ernst gemeint. Das ist ziemlich scheiße, vor das Spiel. Gut, du das gerade erzählst mit Tischtennis. Ich habe mir mal vor, vor 4 oder 5 Jahren habe ich mir mal einen Schläger gekauft, weil ich unbedingt mal wieder zocken wollte. Der ist immer noch eingepackt. Ich habe mir damals einen gekauft, weil ich angefangen habe, in einem Tischtennisverein zu zocken. Oh, cool. Aber es, ich war gar nicht mal so schlecht, behaupte ich jetzt einfach mal da an der Stelle. Aber ich war auch nicht schlecht, behaupte ich. Aber ich war schlecht. Und aber irgendwann fehlte die Zeit einfach und auch irgendwie ein bisschen die Lust, so abends sich noch aufzuraffen und zum Treffen zu gehen. Dann wurde auch immer weniger Mitglieder, weißt du, dann auch weniger Motivation immer ein bisschen. Ja. Oder die wurden wiederum erwachsen, also von wegen, wenn es halt Jugendliche war, die sind halt dann ins zum Abi gegangen und haben halt keine Zeit mehr gehabt. Oder keine Ahnung, die Erwachsenen haben halt eben selber Kinder gekriegt oder wie auch immer. Dann war einfach keine Zeit mehr. Und, ja. So ist das. Das harte Leben. Aber wie gesagt, hat mir da definitiv Spaß gemacht, Tischtennis. Würde ich gerne mal wieder anfangen. Und Billard. Billard ist auch wieder sowas, was ich gerne mal spielen würde. Finde ich ein bisschen langweilig. Also ich finde das Spiel an sich cool, aber irgendwie. Hast du selber gespielt? Die Frage. Ja, nein, nicht professionell, aber öfter ja, schon. Ich behaupte auch nicht, dass ich professionell bin. Nee, ich war auch ganz gut darin. Also das ist es nicht. Ich bin wieso in den meisten Sportarten gut, aber. Ich weiß nicht so richtig. Ich kann nicht mal erklären, warum. Eigentlich ist es ein cooles Spiel, aber mich nervt also das immer. Ich finde ja eigentlich immer faszinierend, Snooker zu beobachten von Profis. Und dann irgendwann haben ich und mein Vater uns dann tatsächlich so flohmarktmäßig mehr oder weniger so einen alten Tisch geholt, haben uns so einen ja, Plan. Ich wollte es gerade sagen, jetzt kommt bestimmt Zellos mit seiner Zufallsstrecke. Und wir haben uns dann halt diese grüne Plane, haben wir uns einmal frisch besorgt und haben die einfach selber verlegt quasi an der Stelle. Und schön säuberlich und dann auch diese Markierungen gesetzt für den Startball und sowas. Ja. Und dann noch 2 Kös gekauft, gebrauchte, aber die haben wir dann schön ein bisschen verbessert, so ein bisschen ne, aufpoliert. Bisschen angespitzt. Ja, und dann hat es funktioniert. Dann hatten wir schön Spaß bei uns im Keller. Haben wir hier schön Billard gespielt. Billard ist schon ganz cool, aber ich könnte das nicht öfter als einmal im Jahr spielen, glaube ich. Irgendwann hätte ich dann keinen Bock mehr nach dem zweiten Mal. Weiß nicht, warum ich mag das immer nicht. Wahrscheinlich, weil immer so viele Leute dabei sind, wenn wir Billard spielen gehen. Das ist so eine Sache. Okay. Ja, also im privaten Raum fand ich es auch echt klasse. Ich habe die ganze Zeit mit meinem Vater gespielt. Der ist auch verdammt gut, tatsächlich. Aber trotzdem habe ich mich immer wieder gesteigert. Dann hat er mal wieder gefressen und ihn wieder gefressen. War gut. Wir hatten damals eine Tischtennisplatte im Haus. Cool. Hätte ich auch gern gehabt. Ja, wir hatten einen Raum, wo dann halt die Tischtennisplatte drin stand. Also so drin wirklich. Also ich habe einfach Das war schon geil. Ich habe bei uns zu Hause einfach nur so einen Schreibtisch aufgestellt gegen die Wand und habe die ganze Zeit gegen mich selbst. Bist du jetzt Forrest Gump oder was? Ja, ich war so ein Forrest Gump basic, ja. Und hast du gewonnen oder die Wand? Die Wand meistens. Loser. Die Wand ist auch E-Sportler. Kann sich doch gar nicht bewegen. Aber dafür hatte ich gute Reaktionszeiten immer. Und dann war ich im Verein dann wieder immer vorne dabei, um noch schnell den Ball zu schnappen, bevor der ins ausgeht. Das war gut. Was ich aber immer wieder. Alter, ich werde wieder durchgereicht, die so einen. Was ich dann immer gemacht habe, war dieses. Man nennt es Nudeln quasi beim Tisch. Nudeln mache ich auch gern. Ja, Nudeln mag ich auch gern. Das ist quasi, dass der Ball zurück einen Drall bekommt nach hinten. Und dann quasi. Hier, dass du Penner. Gegen das Netz dann knallt, wenn er beim Gegner aufkommt im Feld. Das ist fies, aber habe ich gekonnt und damit habe ich die meisten Matches immer gewonnen. Ich möchte einen blauen Panzer haben. Ich beantrage einen blauen Panzer. Nee, finde ich nicht. Nee, das muss nicht sein. Nö. Waluigi sagt nö. Ich war gerade hinter einem, hatte Stern und er auch. Und in dem Moment, wo seiner aufgehört, habe ich Rückenwind bekommen und ihn dadurch erwischt. Das ist doch ein bisschen mies, ey. Das hört sich schon mies an. Waluigi sagt nicht den Monitor, das ist doch nicht normal hier. Ich bin aber wieder im Mittelfeld und ich komme einfach nicht nach vorne. Auch vor ja, das ist das Problem bei Mario Kart 8, wenn du einmal im Mittelfeld bist. Keine Chance. Der da vorne ist, der fährt halt weg. Oh nein, da kommt blauer Panzer. Oh nein, nein! Antrag genehmigt. Aber zu spät. Barry 3. Ich krieg einen Pilz und denke mir so, okay, Barry hol ich mir jetzt auch. Und dann packt er 3 aus. Das ist so gemein, ey. Ja, noch Platz 4, aber nee. Da hatte ich ein bisschen Itempech, aber ist okay. Itempech? Du kriegst am Ende noch 3 Pilze, wo ich wurde getroffen vom bösen Zellos. Den Penner. Ja. Siehst du mal wieder, wie böse ich bin? Dreckig spiele ich. Wie war ich? Ich überlege gerade, ob wir die hier schon 3. Ach ne, wir machen hier 4 und im nächsten 3. Da bist du das Wahnsinn, wir machen 4.
Oh, Things. Nein, also, Big Blue. Wobei, scheiß, pass drauf, wir machen hier auch drei. Haben wir zwei kurze Parts. Ich glaube, das ist sogar jetzt das vierte Rennen. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Ja. Also hören wir jetzt auf. Mein Gott. Nö, noch ein Rennen. Noch eins. Dann noch also ein fünf. Part mit drei Rennen. Okay. Und dann noch eins mit sieben. Ich hab's wirklich nicht gewusst jetzt, was ich auch haben. Nicht. Ich war gerade verwirrt. Ich habe mich verzählt. Ich dachte, das wäre das zweite Rennen, aber es kann nicht sein. Hm. Die Verwirrung. Ja. Ach ja. Ne, und ich habe mir ein paar Spiele tatsächlich schon vorbestellt gehabt auf der Switch. Also die, die man so vorbestellen konnte. Das war unter anderem das Monster Hunter, wie gesagt. Und, hast du dir Smash vorbestellt? Auf dem eShop gibt's das leider noch nicht. Und ach, du bist so ein eShop-Typ, ne? Ich bin so ein eShop-Typ, ja. Dann werde ich es mir ja sowieso holen. Und da gibt's ja eh keinen Benefit, ob ich das jetzt vorbestelle oder nicht. Also würde das übrigens mit dem eShop tatsächlich in Betracht ziehen. Ich finde aber, dass es dumm ist, dass die Preise teurer sind als im Laden. Ich finde es auch schöner, das so im Regal zu haben. Das ist ja das Ding, die sind ja ein bisschen flexibel. Die können sich sagen, okay, das Ding steht jetzt zwei Wochen im Regal und verkauft sich nicht, dann machen wir mal 5 Euro günstiger oder 10 oder wie auch immer. Ich habe doch Angst, dass das Spiel irgendwann dann, dass die Switch dann in 10 Jahren kaputt ist und dann hast du gar kein Spiel mehr. Und dann kannst du dir einfach in 10 Jahren gebrauchte Switch kaufen, hast wieder alles oder ja, hast einfach gar nichts. Ist es nicht accountgebunden irgendwie? Das ist accountgebunden. Ich kann jetzt die Switch. Achso, wenn du die neu kaufst, okay. Ich könnte die Switch gegen die Wand schmeißen und könnte die Dinger gleich zurück. Dass du nicht immer die Cartridges wechseln musst, das ist total super. Ich würde das auch machen. Aber es macht einfach keinen Sinn, dass du für ein Produkt, was nicht verpackt und verschickt und verkauft werden muss, mehr genauso bezahlst wie für Links, ja. Ich verstehe, was du meinst. Also wenn es wenigstens gleich wäre, okay. Aber wie kann denn das sein, dass das Digitale mehr kostet? Ich muss allerdings dazu sagen, es gibt auch recht viele Indie-Titel, die mich beim eShop interessieren und die sind auch relativ häufig in Rabattaktionen drin. Also ja, wenn man regelmäßig reinguckt. Wie gesagt, ich finde das auch cool, aber es macht halt keinen Sinn, dass du dann, was weiß ich, für Smash Brothers, wo ich bei Amazon dann 50 bezahlt und 60 bezahlt. Zahlst halt 60, ja. Oder na, das ist sowas, einfach, weil, das ist, ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht tausendprozentig, aber wie gesagt. Mal, du musst ja auch sehen, im Endeffekt würde Nintendo dadurch auch mehr Gewinn machen, ne? Weil wenn das im Laden ist, sind ja Gewinnanteile an die Verkäufer und an die Logistik und alles. Absolut. Mhm. Absolut. Macht einfach keinen Sinn. Es wäre für, Sinn machen, wenn's günstiger für wäre. Nintendo ist der eShop 1:1 Gewinn. Tatsächlich. Ja, eben. Also das meine ich halt, ne? Die verkaufen das Ding im eShop und kriegen dann den puren Gewinn, diese 60 Euro quasi. Halt mit Steuern bei ihnen. Ich hasse mein Leben. Wir hatten dein Leben auch, Barry. Keine Sorge. Wir lieben dich auch, Barry. Hä? Wir lieben dich auch, komm. Sei nicht so. Er hast dein Leben. Ja, wir hatten. Ja, ich war halt direkt mit der Zellos auf Platz 2 und dann bin ich wieder das menschliche Schild. Zellos fällt jetzt vorne weg und mi. Ach, Barry, du bist schon so oft vorne weggefahren. Ja, eben. Wir dürfen auch eben, mal ich bin's gewohnt. Der Idiot, ey. Wie kann man denn so dumm sein? Du schießt halt den zweiten wieder ab, ne? Hui! Dr. Mario, ey, komm hier. Ach, leck mich an meinen Füßen, ich hasse dich. An deinen Füßen? Ih, er hat Füße. Tatsächlich, ich habe Füße, das ist vielleicht schockierend für euch, aber... Leicht? Ey, wie oft werde ich in diesem Rennen bitte noch getroffen? Oh, 4 rote als zweiter. Oh, und ein blauer dazu. Oh, da kommt der Blaue. Oh, da kommt der Blaue. Da wird mich wahrscheinlich jetzt mitten... Oh, nee. Oh, yeah. Ich beantrage, dass dieses Rennen nicht gilt. Das ist Schiebung hier. Das finde ich jetzt aber nicht fair von dir zu sagen, dass es nicht gilt hier. Also, ja, Schiebung. Habe ich zu schnell geschossen, Zellos? Ja, nee, du hast genau da geschossen, wo ich gerade gelandet bin, wieder vom Runterfallen quasi. Ich habe 4 Rote auf dich geschossen, in einem ganz großen Abstand. Ach. Ja, dann hast du Pech gehabt. Kam die gut. Nicht an oder was? Die ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal für diesen Part Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, YouTube. Tschüssi. Tschüss.